Konnten Unternehmen durch Spenden Einfluss auf Gesetze der österreichischen Regierung nehmen? Sebastian Kurz war Kanzler der Koalition aus seiner ÖVP mit der rechten FPÖ. Also zur Zeit der Ibiza-Affäre. Zur Aufklärung kann er laut eigener Aussage wenig beitragen. Weil ich selbst ja nicht in Ibiza war. Und ich kann auch wenig beitragen, wer das Video in Auftrag gegeben hat, beziehungsweise wer es bezahlt hat, weil ich auch das nicht weiß. Das Ibiza-Video zeigt den damaligen FPÖ-Chef Strache 2017 bei einem Treffen auf der Baleareninsel mit der vermeintlichen Nichte eines Oligarchen. In dem Gespräch wirkte Strache offen für fragwürdige Geschäfte und stellte Staatsaufträge als Gegenleistung für Wahlkampfhilfe in Aussicht. Kurz weigert sich dem Ausschuss, seinen Kalender aus der Zeit zu geben, da seien auch private Einträge drin. Und der SMS-Verkehr zwischen ihm und Strache sei gelöscht. Die Opposition spricht wörtlich von einem Tango Corrupti, also einem Korruptionstanz, von dem Kurz etwas mitbekommen haben müsse. Man wundert sich. Weil er immer wieder sagt, ja, das weiß ich nicht, da kann ich nichts dafür, das haben die anderen gemacht. Wer nichts zu verbergen hat, hat nichts zu löschen und auch nichts zu schreddern. Kurz beteuerte, er sei nicht käuflich und für Spenden an seine ÖVP habe es keine Gegenleistung gegeben. Und zu den SMS? Ich kann deshalb keine SMS vorlegen, weil ich meine SMS regelmäßig lösche. Ich tue das aus Sicherheitsgründen. Österreich und die Ibiza-Affäre, es dürfte ein langer Weg werden, bis klar ist, wer alles in welchem Umfang involviert war.